Nachdem wir nun die Gelegenheit hatten, die Trainerkämpfe für ein paar Tage auszuprobieren, wird es Zeit, ein kleines Fazit zur aktuellen Iteration der Trainerkämpfe in Pokémon Go zu ziehen. Und da lässt sich so einiges feststellen. Sowohl gegen Hyperfreunde und beste Freunde können wir ja auf Entfernung kämpfen. Das heißt, wenn jetzt jemand in Düsseldorf sitzt und der andere sitzt in München, dann kann man da gegeneinander antreten, wenn man halt diesen bestimmten Freundestatus erreicht hat. Das Problem ist nur, zum Anfang gab es da relativ viel Lag. Das heißt, das eine Pokémon hat dann beispielsweise angegriffen, während das andere noch am Laden war, und das ist nicht besonders schön. Außerdem sind die Belohnungen für alle Ligen gleich, aber entgegen der Ankündigung bekommen nicht beide Trainer dieselben Belohnungen. Auf der einen Seite ist das natürlich ein bisschen interessant, dass man nicht dieselben Belohnungen bekommt, denn so gibt es dann doch ein bisschen den Zufallsfaktor, der dann entscheidet, ob man vielleicht einen der begehrten Sinnoh-Steine erhält oder nicht. Auf der anderen Seite ist es natürlich ein bisschen lahm, wenn es die unterschiedlichen Ligen gibt, aber die Belohnungen bei allen halt im Endeffekt gleich ausfallen. Was am Kampf selbst ein bisschen irritierend ist, ist, dass die Pokémon nicht ausweichen können. Stattdessen greift diese Schildmechanik, mit der wir uns auseinandersetzen müssen, das heißt zweimal im Kampf, können wir uns aussuchen, ob wir den Schild aktivieren wollen, um damit den Schaden von einer Ladeattacke zu negieren. Das ist natürlich in der Hinsicht interessant, als dass die Multiplikatoren von sehr effektiven und nicht effektiven Attacken geändert wurden, das heißt, sie sind jetzt stärker. An der Stelle ist Wissen natürlich Macht. Ihr solltet also wissen, welche Pokémon-Typen beispielsweise für den Gegner gerade anfällig sind, und deswegen solltet ihr dann in dem Fall das Pokémon auch austauschen, wenn ihr ein anderes habt, das dann nicht so viel Schaden von einer Ladeattacke nehmen würde, wenn ihr beide Schilde bereits verbraucht habt. In dieser ersten Iteration der Trainerkämpfe von Pokémon Go gibt es relativ wenig Anreiz, jetzt ständig mit irgendwelchen anderen Trainern in den Kampf zu gehen. Natürlich möchte man einmal am Tag seine drei Belohnungen abstauben, ansonsten ist es relativ sinnbefreit. Vielleicht gibt es aber später, wenn die Entwickler gesehen haben, wie sich das Ganze so entwickelt, auch mal echte Ligen. Das heißt, dass man dann auch tatsächlich irgendwelche Ränge aufsteigen oder absteigen kann. Zum Abschluss noch ein Kommentar zu den Trainerkämpfen gegen Spark, Blanche und Candela. Die sind relativ lahm. Zwar könnt ihr einmal am Tag natürlich eine Belohnung ergattern, auf der anderen Seite aber bieten die Kämpfe nicht sonderlich viel Herausforderungen. Die Trainer nutzen immer die gleichen Pokémon. Sie benutzen auch keine Schilde gegen eure Ladeattacken. Insofern sind die halt relativ schnell runtergemoscht. An der Stelle ist es natürlich wünschenswert, wenn die Entwickler von Niantic da noch ein bisschen dran schrauben.